es macht Spaß, aufs Wasser zu gehen. Der Spot ist genial mit den Mangroven im Hintergrund, den Inseln draußen. Es ist weit weg vom Massentourismus, es macht echt Spaß hier, die Leute sind viel lockerer drauf. Good atmosphere. I think that's what's in here. It's pretty awesome. Guide Village is a really nice place to hang out. Nice beaches, you can chill out in the shade where you want. We're all having a good time, we're all taking it easy, sometimes a little bit too easy. Ja, ist halt einfach cool, mit so vielen jungen Leuten hier in Ägypten mal zu rocken und ja, macht einfach mega viel Spaß. It's really nice to ride between these guys. They're always pushing a lot, they're always helping, always asking for new tricks. Go guys and try to do that and try to do this, you know, it's really good. What I really want to do with the kiting is, yeah, bringing the level higher and higher. Imad and I are like a team rider. My name is Imad, I am coming from Cairo. And it's really nice to ride with Imad because he's always pushing too much and try to push each other to me. Just when you go to the water and you have the kite in your hand, you just feel happy and you can do whatever you want, you know. Just sun and water and kite. So it's perfect sport. To be on the water, not under the water. Riding with the pro riders, it's motivating, pushing each other. I enjoy it, I like it. This time.
here is a flat water spot, so we can do here some new school tricks and some high jumps and old school jumps. So you have a lot of space on the water. Das ist wirklich super. Das Coole an dem Revier ist einfach, dass man 2-3 Kilometer stetiges Wasser hat, jeden Tag Wind, und hier sind noch so ein paar Secret Spots in so einer Insel und so. Ich bin das erste Mal jetzt hier in Hamata mit einer Station von Klaus, einer Kite Village Station, und muss sagen, bin echt überrascht. Die haben hier einfach super viel Platz auf dem Wasser, schöner Wind, gute Beach Boys. My shirt looks like, but I'm not gay. Mädchen gibt's hier nicht, aus der Sünde. Auch wenn ich bei uns an der Nordsee rausgehe, dann sind da immer mehr Jungs als Mädels, die draußen sind, aber das ist nicht so schlimm. Kiting is really a feeling what you can't have with any other sport. Kiten ist mir einfach wichtig, dieses Gefühl der Freiheit, dass ich hinkiten kann, wo ich will, dass ich fahre, wo ich will. Man muss einfach immer schauen, dass man so viel Spaß wie möglich an der Sache hat, die man macht. Ja, richtig das Wasser geschreddert. Yeah, you have to live it. We go kiting. That's it. With Kite Village, I'm pretty sure that it will be there for quite a long time. And I'm really looking forward to come here the next time. Awesome.